Servus und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Pat. So, ich bin mal schnell zu unserer Basis zurückgerannt. Einfach mal, um zu gucken, was hier los ist. Wir hüten mal hier das Gedönse aus. Ah, okay, das war das also. Hauen wir den hier rein. Alter, über eine Stunde, ne? So, dann müssen wir ein bisschen Zeug loswerden. Geh mir nicht auf den Sack. Piss dich. So, die hauen wir hier rein. Hey, Moment. Setze ich auch wieder einen Newton. Pelsa, wo ist Pelsa? Pelsa, 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 Pelsa. Hier hätten wir zumindest die, den Saft haben wir hier hoch. Kleinseelen haben wir hier hoch. Bronzeschlüssel haben wir hier, das können wir rausnehmen. Hier können wir das reinhauen. Knochen haben wir glaube ich auch woanders. Da können wir erstmal das hier mit reinhauen. Holz und Steine können auch raus, Kohle kann hier drinnen bleiben. Kleine Pelzsäle können wir mit rausnehmen. Saphire können wir hier reinstecken. Das können wir hier mit reinstecken. Das haben wir glaube ich auch irgendwo rumliegen. Aber das und das muss auch irgendwo rumliegen. Kleine Pelzsäle. So, die können hier mit rein. Die haben wir auch irgendwo anders rumliegen. Hier haben wir hier. Hier haben wir auch das. Siehst du, hier haben wir die. Und da können wir nämlich hier schon wieder. Was können wir hier? Die hier reinknallen. Hier waren die nicht drin. Hier waren die auch nicht drin. Ach, hier waren sie. So, Knochen haben wir hier auch gleich drin. So, der ganze andere Bums kommt hier rein und das kommt hier rein. Da hätten wir das auch. So, das braucht eine Stunde, bis das fertig ist, das Ei. Müssen wir nochmal nachsetzen? Sorry. Rüstung beschädigt. Reparatur. Jetzt müsste man ja auch erstmal erforschen, ne?
Wir haben 13 Punkte, die wir da ausgeben können. Also ich würde mir mal das nehmen wollen. Hält ein Lager kühl und schützt vor Hitze. Okay. Heizt dein Lager und schützt vor Kälte. Oh, okay. Heißt das, wir brauchen die Tonne? Warte mal, B. Warte mal. Ich sind wir da selber spontan entzündet. Das heißt, die Tonne müssen wir daneben, dann wird es ein bisschen besser werden, nicht? Wenn man wüsste, wer das ist, ne? So ein paar Viecher erkennst du wirklich. Das sieht aber schon cool aus, ne? Das sieht auch cool aus. Ha. Macht mal bitte die Scheiße fertig hier. Ich brauche den Scheiß irgendwann mal. Dich interessiert mich eigentlich nicht. Du interessierst mich gerade. Ach, das machst du schon. Ich glaube, ich brauche Zähne, ne? 7 Hammer, glaube ich. Ne, 8 Hammer. Sehr schön. Jetzt haben wir 9. Gut, dann müsste das reichen, um die Feuertonne zu bauen. Ich brauche Unterstützung, Kameraden. Beim Errichten. Ja, wenigstens hilft mir einer, ey. Ach, gekillte Bären sind auch fertig. So. Wenigstens fertig. Hey, Moment. Mein Gott, ey. Ich hasse sowas. Funktioniert irgendwie nicht, aber ey, was soll's. So, Holz. Holz. Naja, da würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal an. Irgendwann wird das ja lüppen, das Drego. I know. Da gucken wir uns mal an, wie weit wir noch kommen hier. Peldex. Wir haben da eigentlich schon alles erforscht hier.
Ach, das ist der, okay. Aha, die gibt's auch. Den haben wir letztens wegglitschen sehen. Okay. Der konnte sich keine bessere Textur leisten, so wie es aussieht. Immer Feuer, immer. Also immer. Immer ein Pestdoktor. Okay. Oh, guck mal die kleine Kerze an. Das sieht natürlich auch nice aus, der Genosse hier. Hätte ich natürlich auch gerne den Genossen hier. Das müsste es gewesen sein, oder? Nee, es war noch lange nicht alles. Irgendwo haben wir noch einen. Ja. Ach, den haben wir ja gekriegt. Fix. Fixi, okay. Ja, warte mal. Wir haben da noch. Wo sind denn die Vögel? Hier haben wir unser Riesen. Gedönse. Wo sind denn die Vögel hier? Das ist ein Kleider, okay, cool. Cool. So, dann würde ich sagen, wir machen mal los. Und zwar Schnellreise C wieder hier hoch. Und von dort aus machen wir hier rüber. Es geht hier noch scheinbar ziemlich weit hoch. Schnellreise. Hey, Moment. So, da sind wir wieder zurück. Nightwing. Laddern wir voran. Vorwärts in den Untergang. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da drüben waren wir. Da ist alles ziemlich stark. Deswegen lassen wir das erstmal und dann gucken wir mal hier hinten rum. Ja. Hier komme ich nicht durch. Okay. Da ist ein Reh oder ein Hirsch oder was auch immer. Da ist ein Wolf. Der Big Bang Wolf. Warum auch immer hier so ein Direwolf spawnt. Das wissen wir nicht. Das werden wir irgendwann herausfinden. Wahrscheinlich nicht. Hier haben wir eine Kiste. 3 Brote haben wir da drinne. Die knusper ich mir selber rein. Ich weiß auf meine Pals. Ich bin hungern. Außerdem haben die keinen Hunger. Von daher, ist Bescheid. So, da gucken wir mal hier oben. Oder gucken wir auch nieder hier oben. Litschen in die Wände rein. Dann jetzt mal hier hoch, nimm deine Ausrüstung und deine Perls, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain Syndicates. Ja, Diggi, das machen wir irgendwann mal.
Momentan ist da die Lust nicht so ganz. Hier haben wir ein Special Eye, natürlich kein Special Eye. So, da drüben haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Da drüben wird es dann eisig, würde ich sagen. Da oben haben wir eine Struktur. Der gönnt sich ein Päuschen, sagt er. Wir schauen hier noch, was hier so abgeht. Der krabbelt doch. Nacken. Es scheint mir wieder irgendeine zerstörte Kirsche zu sein, ja. Da gibt es auch gleich einen Schnellreisepunkt. Vergessene Inselkirche. Jawohl. Hallo? Ein Technologiepunkt erhalten. Silberschlüssel. Was haben wir hier? Ah, hier unten ist ein Dungeon. Okay. Cool. Da haben wir einen Früchtelbaum. Den brauchen wir erstmal, ne? Hey, Moment. Schon gesagt, dass ich husten hasse, wie blöde. Ja. Alle, die Husten gut finden, kriegen gleich eine übel auf den Nacken. So, da gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Oben haben wir dann ein komisches Ei. Ah, da ist irgendwas drauf. Da haben wir noch einen Nightwing. So ein gigantisches Nightwing würde ich auch nehmen, du. Da unten ist irgendwas. Flink erstmal rüber, da ist nämlich eine Kiste. So ein hier Alpha Nightwing sozusagen. Hätte ich jetzt nicht dagegen. Da hätte ich jetzt nicht dagegen. Da flattern wir mal zu den Johnnies da drüber, wer das immer mal ist, oder? Ach, das ist ein Händler. Ach, Händler. Mit einer Kiste. Fahrender Händler, willkommen. Schau dich ruhig um. Kaufen. Okay. Ja. Perlhändler kaufen. So. Die hätten wir dann auch. Hallo? Flattermann, bitte lass mich flattern dann. Hallo, lieber Flattermann. Ich möchte flattern mit dir dann. So, da drüben haben wir noch irgendwas Leuchtendes. Waren wir da drüben schon? Ja, das ist die. Das ist okay, das ist das. Eiswindelinsel. Eiswindinsel, so. Eiswindelinsel, ja. So, flattern wir mal hier hoch. Tanze haben wir da. Tanze. Das sieht aber auch schick aus hier. Ist so gut, dass es dunkel wird, das sieht man auch mehr. Da ist ein Boss. Ein
Schlapperboss. Irgendwo. Wir fliegen voll drauf rum. Er müsste ja bestimmt hier sein. Da ist er. Da haben wir noch einen Nightwing. Nein! Den wollte ich doch fangen. Hochwertiges Pallöl. Seltenes Organ. Ich wollte den doch fangen. Manu. Technologie, Technologie. Wir haben eine Technologie. Oh, guck mal. Sattel. Zement. Zement klingt gut. Den nehmen wir mit. Großer Werkzeugkasten, antiker Stuhl. Das ist sowas Geiles. Gigasphäre haben wir auch bald. Hier haben wir auch bald einen Sattel für. Können wir mit dem durch. Oh, eine Muskete. Aha. Kann eine im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitszimmer von Aussaat. Okay, cool. Hier geht's dann los, ja. Da gibt's dann die Rüstungen. Hier geht's schon los mit den Rüstungen. Eine Kiste. Was ist das? Fuchsporks. Map? Wir sind ein bisschen zu weit. Lalala, in die Richtung müssen wir, oder, ne? So, hier hoch. Sinnlos. Dann flattern wir davon. Oh, warte, da war doch gerade irgendwas. Ach, das war so. Ich dachte, da wäre was. Aber da war nichts. Hey, wo sind wir denn unterwegs hier? Wir sind in die Richtung, ne? Da haben wir wieder einen ordentlichen Außenposten, wo wir hingehen könnten, ne? Ich werde mir. Das war wieder ein Perl. Ich weiß nicht, ob wir dort bleiben, weil ich finde es dort eigentlich schon geil, aber da drüben wird es eisig und so. Wir müssen also in die Richtung. Man sieht auch richtig viel, so wie ich sehe. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Mit V. Tudelü. Wie ein Mann. Yeah.